Hallo Freunde und willkommen zum allernächsten, also zum allerneuesten Update. Also es ist eigentlich ein Update, es ist das N-Review. Also hier hinten seht ihr auch als Hintergrund das beste Hogwarts von Lego, was es gab. Aber nein. Ja, also ich fange jetzt mal gleich mit dem Review an. Das ist das Set 75022 Mandalorian Speeder. Ja. Hier ist noch Yoda drauf. Bei den neuen Wintersets 2014 sind ja dann, kommen ja dann, glaube ich, kommt darauf Darth Vader. Ich weiß es aber nicht. Und ja. Also auf der Packung, wie man schon sieht, ist ein Speeder, wo zwei Mandalorianische, Darth Maul Kommando Death Watch Soldaten drauf sind und hier also Darth Maul mit seinem und Pre Vizsla seinem Lichtschwert. Also Darth Maul und Mandalorianisches Superkommando. Zweimal. Alles neu. Die Figur ist so groß. Hinten sieht so aus. Ja. Also ich habe mir nur mal den Kampf angesehen zwischen Pre Vizsla und Darth Maul. Und, da haben sich ja dann ein paar geweigert, dass Darth Maul die Herrschaft über Mandalore übernimmt. Und ja, die sind dann halt geflüchtet. Und dann schauen halt so die neuen Mandalorianer aus, nehme ich mal an. Ja, Anleitung sieht von innen so aus. Und von hinten. So. Ja. Okay. Und dann zum eigentlichen Set. Also das Set mal im Gesamtüberblick aus. Finde ich sehr cool. Und ich finde, jetzt gehen wir mal in die Details. Schauen wir uns das mal genau an. Und wir sehen uns jetzt bei den Minifiguren wieder. Ja. Also ich muss jetzt kurzzeitig den Drehort wechseln, weil meine überaus bescheuerte Schwester mir den Dreh versauen wollte. Weil ich habe im Wohnzimmer gedreht. Und ist jetzt reingekommen und habe gesagt, nein, ich gehe nicht weg. Also meine überaus bescheuerte Schwester hat mich jetzt rausgejagt. Ja, also so sieht der Helm aus. Ja, das kann man, glaube ich, erkennen. Also was damals normales Grau war, ist jetzt metallic schwarz. Also am Helm. Und was am Helm blau war, ist jetzt rot. Und sie haben noch extra so eine schwarze Hand drauf. Was ich ziemlich cool finde. Ja, sonst eigentlich alles am Körper metallic schwarz und grau und hellgrau. Also hier am Brustpanzer hat noch so blutähnliche Markierungen. Ja. Also ich persönlich hätte es so gemacht. Da die Figuren ja doch etwas, da die, also ich finde sie richtig geil, ich finde sie richtig, richtig cool. Und ich habe auch schon gesehen, mein Freund sammelt nämlich die Vortex-Karten, dass es da auch noch einen speziellen Superkampf, Super Death Watch gibt, mit Hörnern drauf. Und da war, dachte ich am Anfang, es wäre auf Maul, nur der sagt, es war nicht auf Maul. Ja, würde ich gern, also das würde ich mir auch noch in ein Set wünschen, weil den ist ja schwer zu kostümieren, mit den Hörnern. Ja, aber kommen wir zum eigentlichen Punkt zurück. Würde, also ich hätte es so gemacht, vielleicht nur rote Death Watch und speziell mit so einem Handabzeichen. Ja. Jetzt war das jetzt auch so aus. Ich sag gleich, jetzt kommen wir zu Darth Maul. Darth Maul hat, wie natürlich immer, furchtentflößende gelbe Sith-Augen. Seinen Hornkranz hier oben. Den gibt es auch zweimal im Pack. Wer zum Beispiel noch eine Darth Maul Figur hat, eine ältere, kann dem auch so einen Kranz geben, weil die ist so ein Kranz war dabei. Ein zweiter. Ja, Torso sieht so alt aus mit seinem Kragen da noch. Cooler Armbedruck. Sieht echt geil aus. Von hinten sieht so aus. Und ja. Hier. Und
Beine sind auch ziemlich cool. Wie mache ich das jetzt? Ja, so. Also das sind sehr cool. So richtig geiermäßig. Ja. So sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, weil er irgendwie so mit gespreizten Beinen immer dasteht. Aber zum Beispiel so sieht es richtig geil aus. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum Speeder. Ja, dieser Speeder ist eigentlich nichts weiter als ein Auto mit Geschütz. Ein fliegendes Auto mit Geschütz, könnte man sagen. Man kann hier so die Motorhaube ja, ein bisschen öffnen. Ja, dann hier kann man darf mal reinsetzen, man muss aber seinen Lidschalter. Also muss nicht, aber ja, macht man das halt so und dann rastet das da so hinten ein. So, da kann er das fahren. Ja, die Lichtschwerter, die kann man hinten rein tun, in den Kofferraum. Da macht man das so. Da gibt es für jedes ein Fach. Und die können auch nicht rausrutschen, weil die halt von beiden Seiten befestigt sind. Was ziemlich cool ist. Das kann man wieder zumachen. Dann hier die Death Watch Soldaten. Kann man die Waffe da so reintun. Ja, genau. Und kann man entweder hier hinsetzen. Moment, ich das mit den Armen. Kann man ja hier so hinsetzen. Oder man kann es auch hier aufs Geschütz drauf tun. Da muss man aber auch wieder hier so vom anderen die Waffe da so rein tun. So. Und sich das dann von hinten anziehen. So. Lalalala. Ja, ich muss mal die Arme richten. Moment. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Also. Ach. Ja, kann man. Ich habe es jetzt mit einer Hand gemacht. Kann man, glaube ich, auch nur mit einer Hand. So kann man dann so. Jetzt sind die eigentlich alle an Bord, jetzt kann man es auch noch so in der Luft zeigen. So sieht es von vorne aus. Dann hier ist noch ein Platz für ihn. Hier sind Sticker drauf. Hier unten diese Servo-Dinger, diese durchsichtigen. Damit es auch den Anschein erweckt, dass er schwebt. Hier die Antriebe. Und ja, dann alles in allem finde ich das ein ziemlich cooles Set. Ja, man kann es auch zweimal kaufen. Man kann halt Darth Maul in so eine Tauschbörse so erstellen. Was ich auch nicht machen werde, ich werde mir das vielleicht sogar noch ein zweites Mal kaufen. Haben übrigens auch schon das Barks wieder Set mit Captain Rex übers Internet um 7 Euro billiger bestellt, als es eigentlich im Laden kostet. Ja, genau. Also das war's von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ja, und übrigens, und ja, und wie gesagt, jetzt werden jetzt nur noch, ich höre nicht auf. Es werden dann jetzt in der Schulzeit nur noch sehr unregelmäßig Videos kommen. Meistens nur noch am Wochenende. Also ich schaue, dass ich jedes Wochenende ein Video machen kann. Und ja, und in den Ferien halt, weil unsere Schulzeit, also unsere Schulwoche, ja, so viel Spaß hat es gemacht. Schule ist ja immerhin ja doch noch am wichtigsten für so Jugendliche in unserem Alter. Und ja, dann sagen wir mal ciao und hoffe, es hat euch gefallen.